Ich hoffe, es macht euch Spaß, mir zuzuschauen, wie ich sterbe und blute. Und als Killer war ich effektiver, aber als Killer braucht man ja so ewig, bis man hier was findet. Wie, du wusstest nicht, dass ich Sascha T. bei Twitter bin? Tss. Wie kannst du nur? Nein, ist okay. Ich hab den Twitch-Account ja auch Jahrhunderte vor meinem Twitter-Account, glaube ich, gemacht oder umgekehrt oder was auch immer. Und da war bei Twitter, glaube ich, Satishu schon belegt und bei YouTube war es auch belegt. Und ja, gut. Jetzt muss ich damit leben, weil Sascha T. ist, glaube ich, bei Twitch belegt. Aber ich habe die Domain saschat.de. Die nimmt mir keiner mehr, weil satishu.de habe ich auch. Hallo? Zero One Official. Bitte seht's mir nach, sollte ich zwischenzeitlich ein wenig weniger reden. Dann bin ich einfach nur angestrengt irgendwas, aber wie ich mich kenne, werde ich einfach weiter plappern. Wo. Weil es natürlich Spaß macht, neue Leute, die zuschauen können, muss man natürlich erstmal mit einem Fail begeistern. Das werde ich jetzt gleich spontan machen, garantiert. Ohne, dass ich es wollte. Ja. Wie man sieht, Fail. Da war die Frau nicht gepfiffen, wie sie sonst immer tut. Ach, da geht's noch nicht. Wahrscheinlich werden wir direkt noch ein neues Spiel starten. Nimm den anderen Survivor, nimm den anderen Survivor. Ich bin Cover hier irgendwie. Als ob ich Haru dazu zwingen würde, irgendwas zu sagen. Wir zwingen sie nur so lange kurz da zu bleiben, dass irgendjemand zumindest die Möglichkeit hat. Dass der Raid nicht ganz so leer aussieht. Hilf mir, ich bin verwundet. Hilf mir. Hilf mir schneller, sie kommt. Was? Ich komme hier gerade nicht raus. Was zum Teufel war das? Ich würde Haru niemals Fett nennen. Höchstens pompös. Welcome to Struggle Time. Wie gesagt, Leute, hier muss man mit einem Fail begeistern. Damit sie auch da. Das ist jetzt so. Und ja, ich finde Dead by Daylight gar nicht mehr schlecht. Hör auf zu kämpfen. Such dir jemand anderen. Hey, reunited! Kann mich jemand heilen? Heilt mich jemand? Nein? Ich mach mich jetzt mal weg. Was? Wo? Achso, du warst. Ich dachte schon, wir hätten eine Axt abbekommen. Ja, es ist der Standard-Skin. Deswegen, ich habe auch keine DLCs oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur die Standardsachen.
Und wir müssen heute noch irgendwo ein Exit open. Dafür brauchen wir nur noch 4 Generatoren. Und dafür müssen wir auch vielleicht noch ein bisschen überleben. Ah, hier, eine Toolbox, das geht jetzt besser. Das Einzige, was mich... Hörst du auf, Krach zu machen. Wofür hast du die Toolbox, wenn du sie nutzt, nicht nutzt? Das Einzige, was mich halt an DDG stört, ist, wenn man selber Killer ist. Also für alle Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, erkläre ich es nochmal. Wenn man selber Killer ist und dann ewig in der Lobby hängt, bevor man irgendein Game spielen kann. Es ist halt immer so ätzend. Als Survivor bist du ja zack drin und meistens geht es dann auch relativ schnell los, aber... Oh, guck mal, Totem. Und das andere ist halt so ewig langsam. Brauchen wir nur noch 3 Generatoren, dann könnten wir hier unser Ritual fertig machen. Ach, die Frau hat den da oben aufgehangen. Normalerweise sucht die Frau sich ihre Äxte in den Dingern hier. Der nächste Hook ist unser Boot. Deswegen... Alles klar, Zero One. Freut, dass du da warst. Und eine gute Nacht. Haben wir zumindest eine Chance, wenn die Dings erscheint. Auf zu einem Generator, nicht wild durch die Gegend. Nichts Miss Killerin. Ich wünschte, ich könnte die Hooks sabotieren, aber das geht ja leider nicht ohne entsprechendes Werkzeug. Und irgendwo müssen wir noch einen Gegenstand mitnehmen. Leider findet sich hier nicht so viel. Ist denn hier noch ein Generator? Ach, bist du blöd, du sollst dich nicht selber abhängen. Ja, da hinten wird irgendwie nach oben.
Bei Hintele rennte jemand der Rune und ich gucke mal, wie das ist. Ich hoffe, jemand, der unter die Dame abhängt. Oder den Herren, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal den Generator fertig. Ja, Killer rennt da hinten hin, das ist angenehm. Und hat wieder jemanden gefangen. Das ist nicht so angenehm. Natürlich unten. So, das war zumindest schon mal ein Generator. Jetzt brauchen wir nur noch einen Generator. Dann können wir anschließend irgendwas aufmachen. Killer rennt da hinten rum, das ist gut. Wo sind Exits? Da ist ein Exit. Ich will mein Daily Ritual machen. So, das haben wir jetzt. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, die direkt kriegen wir nicht mehr. Nein, leider nicht. Schade. Wäre cool gewesen, wenn wir es beides geschafft hätten. Nein, erst drüber laufen und dann weiter. Ach verdammt, zumindest das Daily Ritual haben wir geschafft. Hey was, blende sie. Dann lauft raus, rettet euch selbst. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn das andere Ding geschafft, aber man kann nicht alles haben. Wir haben mit dem hier das Escape geöffnet, das ist gut. Dann werden wir jetzt gleich die Blood Points verwenden, um das andere Ritual zu machen und vor allen Dingen meinen anderen Survivor zu nehmen. 17.000 Blood Points. Nice. Den Hut haben wir auch bekommen. Wir kriegen ein neues Spielerlevel. Nein, kriegen wir nicht. Und ihr war der schlechteste von allen.